حسنة الشرقية الكاثوليكية والأرثوذكسية وجود الأيقونة في الكنيسة. In unseren katholischen und orthodoxen Ostkirchen ist die Präsenz der Ikone in der Kirche ein untrennbarer Teil der Kirche. In den meisten Häusern gibt es eine Ecke, in der sich eine Ikone zusammen mit einer Kerze und einer Lampe befindet. Und bei all der Modernität, die in unsere Gesellschaften Einzug gehalten hat, ist dieser Brauch immer noch lebendig, was gut ist. Persönlich begann ich mich seit meiner Kindheit ernsthaft mit Ikonen zu befassen. Die Ikone hat mein Leben spirituell maßgeblich beeinflusst. Ich bin hauptsächlich Musiklehrer. Gleichzeitig hatte ich eine Leidenschaft für das Zeichnen und habe einige Versuche unternommen. Durch meine häufigen Besuche in einem der Klöster in Syrien, dem Kloster Mamussa al-Habashi, im Herzen einer kargen Wüste, traf ich einen Eremitenmönch, der in der Nähe des Klosters lebte. Askese wird in unseren Klöstern noch heute praktiziert. Ich habe dieses Kloster oft besucht. Was diesen Mönch betrifft, so ist er derjenige, der in mir diese Begeisterung für die Ikone geweckt hat. Er ist also derjenige, der mir die Bedeutung der Ikone beigebracht hat. Der Name des Mönchs ist Dominikus. Ich bin mit ihm in die Welt der Ikone, ihrer Symbole und die Verbindung mit der Bibel eingetaucht. Ich begann, die Technik bei ihm zu erlernen, reiste dann nach Frankreich, nahm an mehreren Kursen teil und traf dort viele Maler und besuchte Ikonenschulen. Man spricht ja vom Schreiben einer Ikone, nicht vom Malen oder Zeichnen. Warum? So wie wir die Bibel aus theologischer Sicht lesen, schreiben und lesen wir auch die Ikone. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass viele Menschen in der Vergangenheit Analphabeten waren und nicht lesen konnten und die Sprache der Bibel nicht kannten. Die Ikone war ein Lehrmittel und eine gute Art, die frohe Botschaft zu vermitteln. Die Methode zum Schreiben der Ikone ist eine sehr alte Methode, die es vor Tausenden von Jahren in Ägypten, der Levante und Palmyra gab. Und wie viele heidnische Bräuche wurde sie von der Kirche übernommen und in christliche Bräuche und Traditionen umgewandelt. Deshalb sagen wir, die Ikonen seien getauft worden, was bedeutet, dass sie einen christlichen Charakter oder eine christliche Bedeutung angenommen haben. Die Materialien sind alle natürlich. Die Farben stammen von verschiedenen Steinen und Pflanzen. Sie werden verarbeitet, gemahlen und mit Eigelb und Essig vermischt. Für die Ikone selbst verwenden wir Akazien- oder Lindenholz. Das Holz wird etwas tief geschnitzt, als wäre es die Arche Noah. Es wird mit Baumwollstoff überzogen, als wäre es ein Schweißtuch für Jesus Christus. Dann wird eine Kalkschicht aufgetragen und mit natürlichem Leim vermischt. Ich verwende 24 Karat Gold als Zeichen des Königreichs und der göttlichen Herrlichkeit. Nach dem Zeichnen mit den Naturfarben werden diese nach dem Trocknen mit Tempera oder Leinöl fixiert. Wir sehen also, dass alles an der Ikone aus der Natur stammt. Das heißt, aus der Hand Gottes verherrlichen wir Gott.
Am Anfang habe ich die Methode des Kopierens von Ikonen angewandt. Wenn ich nun eine neue Ikone schreibe, eine neue Ikone erstelle, die vorher nicht existierte, bete und faste ich während dieser Zeit. Zusätzlich ist es für mich notwendig, mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Vorlagen vertraut zu machen, um mich darüber hinaus mit den Bibelinhalten zu dieser Ikone zu befassen. Das kann sowohl das schriftlich dokumentierte Ereignis als auch das Leben des entsprechenden Heiligen sein, über den die Ikone geschrieben werden soll. Es geht also darum, alle Details zu erfassen. Ziel ist es, passende Symbole zu finden, die der Gläubige, der Adressat, versteht. Und natürlich muss ein Geistlicher die Symbole und Texte gutheißen und bestätigen, dass diese Ikone wahr ist. Das Ziel ist immer, das Irdische mit dem Himmlischen und das Sichtbare mit dem Unsichtbaren zu verbinden. Es gibt ja oft Missverständnisse. Man sagt zum Beispiel, dass Katholiken Statuen anbeten, Statuen der Mutter Gottes zum Beispiel, was ja nicht der Fall ist. Aber wie sieht es denn mit Ikonen aus? Beten wir Ikonen an? Betet man Ikonen an? In der Bibel steht unter Exodus 20,4, du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Natürlich verehren wir die Ikone nicht. Johannes von Damaskus sagt im Alten Testament, dass Gott weder Körper noch Gestalt hat und daher in keiner Weise dargestellt werden kann. Aber heute, da Gott in Fleisch und Blut erschien und unter uns lebte, können wir das malen, was von Gott sichtbar ist. Auf diese Weise kennen oder sehen wir durch das Sichtbare, was an sich unsichtbar ist. In der Vergangenheit war das Schreiben von Ikonen den Mönchen vorbehalten. Sie waren betende Menschen, die die Bibel kannten. Heutzutage ist die Ikone nicht mehr nur Mönchen vorbehalten, sondern auch Laien haben begonnen, Ikonen zu schreiben und dabei die Praktiken des Gebets, des Fastens und der spirituellen Übungen beizubehalten. Der Ikonenschreiber vertritt den Priester am Altar. Er muss sein ganzes Wesen in den Dienst Gottes stellen. So wie der Priester nicht am Altar seine Person zur Schau stellt, sondern dem Leib Jesu und dem Wort Gottes dient, so ist der Ikonenschreiber jener, der die Schönheit Gottes durch die Ikone vermittelt.
Daher schreibt der Ikonenschreiber auch seinen Namen nicht auf die Vorderseite der Ikone. Er nutzt seine Kunst nicht als Ausdruck seiner Individualität. Ikonenschreiben ist eine Diakonie, ein Dienst, der die Heiligung des Dieners erfordert. Sie ist die Verkörperung der Bibel durch Farben und Symbole. Im Westen, insbesondere in der Renaissance, waren es die Künstler, die über die Darstellungsweise entschieden. So entwirft der Künstler den Ort, den er zeichnet und wie er ihn sieht. Das dargestellte Ereignis basiert auf der Komposition und dem künstlerischen Geschmack des Künstlers. Wir sehen den Himmel und die Gärten, das Tageslicht und wie es auf die Ereignisse scheint, so wie es sich der Maler vorgestellt hat. Die Ausrichtung an dem Spiel von Licht und Schatten und die Umsetzung in gezeichneter Form brachten die Zeichnung näher an die Realität. Es werden drei Dimensionen ersichtlich. Flache Bereiche fehlen. Der Maler stellt die Menschen in der Zeichnung als echte Menschen aus Fleisch und Blut dar. Er verwendete menschliche Modelle, um sie zu zeichnen. Der Maler ist hier derjenige, der entscheidet. Er verleiht seiner Zeichnung seine Persönlichkeit und seine Gefühle. Was jedoch den Ikonenschreiber angeht, so richtet er sich an den heiligen Texten aus und vollendet seine Arbeit unter der Begleitung eines Theologen, der die Autorität hat, diese geschriebene Ikone zu akzeptieren oder abzulehnen. Daher wird von der Person, die an der östlichen Ikone arbeitet, nicht gesagt, dass er sie zeichnet, sondern dass er sie schreibt. Genauso wie die Mönche früher die Evangelien abschrieben, so schrieben sie Ikonen. Die Körper und Gesichter in der Ikone sind nicht reizvoll. Die Menschen der Ikone leben nicht in der materiellen Welt, wie wir sie kennen, sondern in einer spirituellen und heiligen Welt. Es ist eine Welt, nach der wir uns sehnen. Für den Ikonenschreiber gibt es weder Individualismus noch persönliche Stimmungen. Auch sicher sehr interessant, wenn man sich die Ikonen anschaut, es gibt keine Schatten dort, es werden keine Schatten gezeichnet, geschrieben. Warum? Da in der Ikone die Zeit fehlt, gibt es auch keine externe Lichtquelle. Normalerweise bestimmt die Sonne das äußere Licht bzw. die Schatten. Und der Schatten wiederum bestimmt die Tageszeit, entsprechend seinem Fall auf die Dinge. In der Ikone sehen wir keine Schatten, sondern eine ganze Welt aus Licht. Die Lichtquelle in der Ikone kommt nicht von außerhalb. Sie ist innerlich, strahlt von innen, von den dargestellten Menschen aus. Um diesen visuellen Effekt zu erzielen, färbt der Ikonenschreiber zunächst die Gesichter und Körper mit einer Schicht dunkler Farbe, wie dunkelbraun, gefolgt von helleren Schichten sowie transparenter Farbe. So gelangen wir von der Dunkelheit zum Licht. Dann gibt es leichte weiße Striche, die die Präsenz von Licht und Geist verkörpern, so dass die Menschen von innen heraus erleuchtet zu sein scheinen. هللوا للرب جميع الأرض هللويا رتلوا باسمه أعطوا مجدا بتسبيحاته هللويا Thank you.
Warum werden Ikonen auf Holz geschrieben und nicht auf Leinwand? Ursprünglich wurde die Ikone auf die Wände von Kirchen gemalt. Aber die Kirchen waren Angriffen und Invasionen ausgesetzt und wurden zerstört. So beschlossen die Mönche, die Ikonen auf Holztafeln zu malen. Die Holztafeln wurden in den Kirchen aufgehängt. Das Holz symbolisiert die Arche Noah und der Stoffbezug, das Leichentuch von Jesus Christus. Außerdem lassen sich die Ikonen leicht transportieren und bei Prozessionen oder zur Segnung tragen. So entwickelte sich die Ikonografie von den Wandzeichnungen zu mit baumwollüberzogenen Holztafeln. So unterschiedlich die Schulen auch sein mögen, die Ikone bleibt ein Zeugnis des Geheimnisses der Menschwerdung des Wortes. Natürlich gibt es viele Schulen, darunter auch die syrische Schule, die sehr vielfältig ist, die palästinensische, koptische, byzantinische und russische Schule. Die Körpergröße der Menschen ist jeweils unterschiedlich. Zum Beispiel ist in der syrischen Schule der Körper 7-mal so groß wie das Gesicht, in der byzantinischen Schule 9-mal so groß. In der russischen Schule 12 oder 13 Mal so groß wie das Gesicht. Die Methode zur Abstufung der Farben, der Mangel oder Fülle an Gold in der Ikone ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Aber in Gedanken und Geist ähneln sie sich in vielen Aspekten. Den Ikonenschreibern ist es wichtig, dass es sich nicht um eine Widerspiegelung menschlicher Gefühle handelt, sondern eine Verbindung und Beziehung zum Antlitz Gottes ist, die durch seine Menschwerdung sichtbar wurde. Die Ikone ist eine Ehrerbietung an die göttliche Herrlichkeit. Zunächst einmal ist die Bibel der erste und wichtigste Schlüssel zum Verständnis der Ikonensymbole. Der Ikonenschreiber soll gläubig sein und über biblische Kenntnisse verfügen. Ich kann hier natürlich nicht alle Ikonen erklären, um die Sprache der Ikonen zu verstehen. Ich werde jedoch zwei wichtige Ikonen verwenden, die ich geschrieben habe und deren Symbole entschlüsseln. Erstens die Ikone des Pantokrators, des allmächtigen Gottes also, der zu allem fähig ist. Wir finden es 10-mal im Neuen Testament, 1-mal im 2. Brief an die Korinther und 9-mal im Buch der Offenbarung. In einem dieser Verse heißt es: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das heißt, dass es nichts gibt, was er nicht tun kann. Das Unterkleid, das auf der Innenseite rot ist, wird als Chiton bezeichnet. In Byzanz war Rot die Farbe des Königtums und des Ruhms. Es symbolisiert hier die Göttlichkeit. Über dem roten Chiton trägt er ein Gewand, Himation genannt, das normalerweise von dunkelblau bis grün reichte. Es symbolisiert die Menschlichkeit, die Christus angenommen hat. Das Kreuz im heiligen Schein, die drei Linien, sind Zeichen der Dreifaltigkeit,
Darin sind die Buchstaben eingraviert, die die Offenbarung Gottes an Moses bezeugen. Ich bin der, ich bin da, aus dem Buch Exodus. Auf der linken Seite ist ein Hinweis auf Jesus Christus zu sehen, mit der Bezeichnung Isos. Und auf der rechten Seite steht Christos, was Christus bedeutet. In der linken Hand hält er das Buch. Und manchmal finden wir es auch offen, mit Bibelversen darin geschrieben. Die Bibel bedeutet hier die Botschaft, die gute Mission und dass Jesus beides, Botschaft und Wort ist. Die andere Hand stellt die gesegnete Hand dar. Die Handbewegung bezieht sich auf die heilige Dreifaltigkeit, die göttliche und die menschliche Natur. Das Gesicht hat auch Symbole, die in allen Gesichtern, in allen Ikonen ähnlich sind. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen, sagte der heilige Basilius der Große im Gebet. Wir verehren die geschriebenen Gesichter nicht, sondern wir sehen sie als den Prototypen. Das Gesicht des Christus Pantokrators ist spirituell gemeint und von einer Aura der Heiligkeit umgeben. Die breite Stirn symbolisiert Weisheit und die Gegenwart Gottes. Die Nase ist zart. Sie repräsentiert den Adel. Er atmet kaum. Der Mund ist klein, mit zwei dünnen Lippen, die nicht begehren, was bedeutet, dass er schweigsam ist. Die großen Augen sind ein Spiegel der Seele, der den Betrachter ohne Zweideutigkeit direkt ansieht. Es ist üblich, dass der Ikonenschreiber zunächst die Pantokrator oder aber die Verklärungsikone schreibt, damit das Licht Christus in das Herz des Ikonenschreibers strahlt, genau wie es auch auf die Apostel auf dem Berg Tabor strahlte. In der Ikone der Verklärung sehen wir Jesus inmitten eines achtzackigen Sterns mit jeweils vier Seiten. Es sind die vier Elemente, aus denen das Universum besteht, also die gesamte Schöpfung, sowie die vier Himmelsrichtungen. Der Kreis stellt die göttliche Herrlichkeit dar, die die Jünger sahen, soweit sie konnten, das heißt, soweit sie bereit waren, das Licht zu empfangen. Christus trägt das Licht wie ein Gewand. Zu seiner Linken stellt Mose das Gesetz des Alten Testaments dar, zu seiner Rechten Elias. Er vertritt die Propheten des Alten Testaments und symbolisiert unsere Auferstehung und Himmelfahrt mit dem Herrn, weil er selbst im feurigen Streitwagen in den Himmel aufgefahren ist. Moses und Elias sind Zeugen der Herrlichkeit Gottes im Alten Testament. Jesus erzählt ihnen von seinem Exodus, den er in Jerusalem vollenden sollte. Johannes trägt ein rotes Gewand, ein Symbol der Liebe. Petrus spricht zu Gott. Jakobus bedeckt seinen Kopf und versteht nicht, was gerade passiert. Der Berg hier deutet auf das Universum hin. Der obere Teil der Ikone stellt den verklärten Christus dar, umgeben von einem perfekten Kreis. Symbol der Unendlichkeit, Fülle und Ewigkeit. Der untere Teil der Ikone mit den Bewegungen der menschlichen Jünger stellt den Chaos und die Menschheit vor dem Kreuz sowie der Auferstehung dar. Der heilige Basilius der Große sagte, dass das Licht, das während der Verklärung des Herrn auf dem Berg Tabor erschien, eine Vorbereitung auf die Herrlichkeit Christi bei seinem zweiten Kommen sei. Daher sind viele unserer Kirchen voll mit Ikonen, als wären sie der Berg Tabor. Wie
Wie sieht es hier aus in Europa, in Deutschland, in der westlichen Welt? Gibt es ein Interesse von Gläubigen, Protestanten oder Katholiken, Gläubigen generell, für Ikonen oder für die Bedeutung der Ikonen? Was ist deine Einschätzung? Persönlich sehe ich Verwirrung unter den Menschen, wenn es darum geht, über Gott zu sprechen und ihn zu kennen. Ich sehe auch einen Zusammenhang zwischen dem Glauben und allen verfügbaren Mitteln für eine Beziehung zwischen Gott und Menschen. Ich sehe in den Ikonen ein Fenster zum Himmel für diese Beziehung. Nachdem man die Bedeutung und Symbole der Ikone verstanden hat, ist die Sichtweise des Gläubigen auf diese Ikone anders, ganz gleich, wer er ist. Persönlich habe ich positive Erfahrungen in Deutschland, in Europa gemacht. Ich habe bereits mehrere Ausstellungen durchgeführt, an denen es ein großes Interesse gab. In Norwegen habe ich das zum Beispiel in katholischen, orthodoxen und sogar evangelischen Kirchen erlebt. Das Thema der Ikone heute ist für mich mit dem tiefen Wunsch verbunden, zur Wahrheit, zu den Quellen zurückzukehren. فهنالك